Die ganze Welt ist Zeuge der Grausamkeiten, die dem palästinensischen Volk angetan und die uns jeden Tag in Form von Videos vor Augen geführt werden. Aber die Zerstörung geht weiter, aktiv unterstützt von den Vereinigten Staaten und einer schwindenden Zahl anderer Länder. Die moralische Überlebensfähigkeit der Menschheit wird auf die Probe gestellt. Die Horrorshow muss ein Ende haben. Beginnend mit einem sofortigen, bedingungslosen Waffenstillstand. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme wird in wenigen Tagen die Klage Südafrikas gegen Israel wegen Völkermordes vor dem Internationalen Gerichtshof verhandelt. Frieden ist möglich, aber es ist nicht der Frieden einer Rückkehr zum 6. Oktober. Schon vor dem Überfall der Hamas am 7. Oktober lebten das palästinensische Volk und die gesamte Region, die gewöhnlich als Nahe Osten bezeichnet wird, in einer schrecklichen Realität, in einem Konfliktherd, der aus geopolitischen Gründen bewusst aufrechterhalten wird, in einer unhaltbaren und ungerechten Spannung. Die Lösung erfordert die Anerkennung eines palästinensischen Staates im Einklang mit der Resolution 242 des UN-Sicherheitsrates, die 1967 vom Sicherheitsrat einstimmig angenommen wurde. Dies ist der erste Schritt zu einer langfristigen Lösung, wie die von der Gründerin des Schiller-Instituts, Helga Zeplarouche, unterstützte Zwei-Staaten-Lösung. Die Lösung ist jedoch nicht lokal, nicht regional, sondern sie muss heute international sein. China hat eine internationale Friedenskonferenz vorgeschlagen, um eine dauerhafte Vision für die Verwirklichung eines palästinensisch-israelischen und arabisch-israelischen Friedens zu entwickeln. Die Fehler, die zum Scheitern des Osloer Abkommens von 1993 geführt haben, dürfen nicht wiederholt werden. Es müssen Sicherheitsgarantien für alle Parteien in der Region vereinbart werden. Dazu gehört auch die Suche nach Lösungen für die potenziell explosiven Situationen anderswo, im Libanon, in Syrien, im Irak, im Jemen, in Libyen und im Sudan. Allesamt Produkte einer jahrzehntelangen gefährlichen Geopolitik. Aber ohne wirtschaftliche Entwicklung, ohne einen gangbaren und sinnvollen Weg des Fortschritts in die Zukunft sind politische Vereinbarungen an sich nicht tragfähig. Die Menschen in der Region müssen sicher sein, dass ihre Kinder eine bessere Zukunft, ein besseres Leben haben werden. Frieden durch wirtschaftliche Entwicklung ist die einzige erfolgreiche Grundlage für einen dauerhaften, gerechten Frieden in der Region. Das hat auch der israelische Premierminister Yitzhak Rabin erkannt. Es gibt keine rein militärische Grundlage für Frieden oder Sicherheit, sondern nur Entwicklung. Ein Konzept für einen Frieden durch wirtschaftliche Entwicklung gibt es bereits, und zwar in Form des LaRouche-Programms zum Bau einer Weltlandbrücke, was heute durch Chinas Belt and Road-Initiative repräsentiert wird, der sich mehr als 150 Staaten angeschlossen haben, darunter alle Nachbarn Palästinas und Israels. Die Weltlandbrücke ist nicht nur ein konkreter Wachstumsplan, sondern auch eine Absage an den wachstumsfeindlichen Hegemonismus in Form von Neokolonialismus und grünem Malthusianismus. Ein starker wirtschaftlicher Wiederaufbau und Entwicklungsplan ist insbesondere für einen lebensfähigen palästinensischen Staat notwendig. Lyndon LaRouche hat ihn vor 30 Jahren entworfen. Er heißt Oasenplan. Unmittelbar nach der Unterzeichnung des Oslo-Abkommens 1993 im Weißen Haus durch die israelische und palästinensische Führung forderten Lyndon LaRouche und seine Mitarbeiter diese Parteien und die internationale Gemeinschaft auf, wirtschaftliche Entwicklungsprojekte durchzuführen, um den Friedensprozess zu unterstützen und voranzutreiben. LaRouche und seine Mitstreiter entwickelten den Oasenplan, der sowohl bestimmte wirtschaftliche Aspekte des Anhangs 4 des Osloer Abkommens von 1993, das sogenannte Protokoll über die israelisch-palästinensische Zusammenarbeit in Bezug auf nationale Entwicklungsprogramme enthielt, als auch zusätzliche wichtige Wasser- und Energieprojekte und andere Projekte forderte, die LaRouche Mitte der 70er Jahre für notwendig erachtet hatte. Der Oasenplan konzentrierte sich vor allem darauf, das größte Hindernis für die Entwicklung der Region, den Mangel an Süßwasser, durch den Bau eines Netzes von Entsalzungsanlagen zu beseitigen, die das reichlich vorhandene Meerwasser in Süßwasser umwandeln könnten. Diese Anlagen würden nicht nur an der Mittelmeerküste entstehen, sondern auch entlang zweier neuer Kanäle. Einer wird das Rote Meer mit dem Toten Meer verbinden, der andere das Tote Meer mit dem Mittelmeer. Um es klar zu sagen, diese neuen Kanäle oder Aquädukte sind nicht für die Frachtschifffahrt gedacht, als Alternative zum Suezkanal. Ihr Zweck ist der Transport von Wasser. Aufgrund der geringen Höhe des Toten Meeres, das mehr als 400 Meter unter dem Meeresspiegel liegt, könnte das fließende Wasser entlang der Strecke auch Strom aus Wasserkraft liefern, der zum Betrieb der Entsalzungsanlagen und zur Entwicklung im Allgemeinen beitragen könnte.
Die Anlagen könnten auch mit den großen Erdgasvorkommen vor den Küsten des Gazastreifens, Israels, Libanons, Syriens und Ägyptens betrieben werden. Vor allem aber sieht der Oasenplan vor, durch den Bau von Kernkraftwerken entlang dieser Kanäle und an den Ufern des Mittelmeers und des Roten Meeres über Wasserkraft und chemische Brennstoffe hinauszugehen, um reichlich Strom zu erzeugen und Meerwasser zu entsalzen, um die riesigen Wüsten der Region zu begrünen und in Palästina, Israel, Jordanien, Syrien, Libanon und Ägypten einen Industrialisierungsprozess in Gang zu setzen. In Israel, Jordan, Syria, Lebanon und Egypt. Die Nutzung der Kernenergie zur Energiegewinnung würde die Öl- und Gasvorkommen der Region ablösen, die dann chemisch genutzt werden könnten, um durch petrochemische Zwischenprodukte industrielle Materialien herzustellen. Für die nuklear betriebenen Komplexe könnten inhärent sichere, gasgekühlte Hochtemperatur-Kugelhaufenreaktoren verwendet werden, wie sie gerade in den Qingdao-Bucht in China in Betrieb genommen wurden. Die neuen künstlichen Flüsse, die durch die Entsalzung entstehen, werden das Potenzial für die agroindustrielle Entwicklung in der gesamten Region enorm erweitern und die Wüsten und die Wirtschaft zum Blühen bringen. LaRouche erläuterte die Notwendigkeit der Erschließung neuer Wasserquellen in einer Rede 1994. Zitat: Der Wasserverbrauch einer modernen Bevölkerung, sowohl der palästinensischen als auch der israelischen Bevölkerung, kann unter den gegenwärtigen Bedingungen nicht gedeckt werden. Es gibt einen Konflikt um Wasser, weil die Israelis offen gesagt ihre Eroberungen dazu benutzt haben, allen das Wasser abzugraben. Das ist einer der Konflikte mit Syrien in der Frage der Golanhöhen. Im Libanon geht es um den Litani-Fluss und andere Dinge dieser Art. Zitat Ende. Der Ausbau der Energie- und Wasserversorgung muss von einem Verkehrsinfrastrukturnetz begleitet werden, das die physische Verbindung zwischen allen Nationen der Region verbessert und eine Konfliktregion, die ein Hindernis für die Verbindung darstellt, in einen Knotenpunkt der Interaktion, in einen Kreuzungspunkt verwandelt. Eine Schnellstraße, die das Westjordanland mit dem Gazastreifen verbindet und den palästinensischen Staat einbindet, ist ein unverzichtbarer Bestandteil dieses Netzes. Regionale Autobahnen und Schienennetze werden es dem gesamten Gebiet ermöglichen, von einer höheren wirtschaftlichen Plattform aus zu operieren. LaRouche schlug auch einen Ausbau des Suezkanals mit Industriezonen auf beiden Seiten vor, eine Aufgabe, die in den letzten Jahren von Ägypten erfüllt wurde. LaRouche vertrat seit 1975 die Auffassung, dass diese Region, die am Kreuzungspunkt der Zivilisation und geografisch zwischen dem Indischen Ozean und dem Mittelmeer sowie zwischen Europa, Asien und Afrika liegt, eine einzigartige Position als Industrie- und Logistikzentrum hat. Erdöl und Erdgas werden als Ausgangsstoffe für die industrielle Produktion von Kunststoffen, Farben und vielen anderen nützlichen Materialien dienen, anstatt als Rohstoff exportiert zu werden, der in erster Linie zur einfachen Verbrennung verwendet wird. Die Verbesserung der Konnektivität zur Ermöglichung eines höheren Entwicklungsniveaus war ein Hauptmerkmal der 2013 von China vorgeschlagenen Belt and Road Initiative. Die Nutzung dieser Region als Landbrücke zwischen den Kontinenten, zu deren Entwicklung Großmächte wie die USA, China, Russland und die EU beitragen, wird die Region stabilisieren und auf dem Weg dorthin dazu beitragen, die besseren Beziehungen zwischen den Großmächten zu festigen, die zu ihrer Verwirklichung notwendig waren. Wissenschaftliche, technologische und kulturelle Zusammenarbeit und Austausch sind Schlüsselelemente in dem Transformationsprozess, den der Oasenplan darstellt. Indem sie zusammenarbeiten, um gegen die Wüste zu kämpfen, anstatt gegeneinander, werden die Menschen der Region besser in der Lage sein, die Menschlichkeit in den anderen zu erkennen, die gemeinsame Fähigkeit der Menschen, Prinzipien der Natur zu entdecken und unsere Beziehung zur Umwelt um uns herum zu verändern. Der Mensch ist kein Tier. Wie kann das all bezahlt werden und wer bezahlt das? Ein Teil der Finanzierung wird durch Finanzhilfen erfolgen, die durch die Umwandlung der Industrie- und Forschungskapazitäten des militärisch-finanziellen Komplexes in produktive Anwendungen ermöglicht werden, wie in einer EER-Studie dargelegt wird. As detailed in a study by Executive Intelligence Review. Neben der internationalen Hilfe können über einen Zeitraum von 10 Jahren 100 Milliarden Dollar an Krediten für den Wiederaufbau der palästinensischen Gebiete und den vollständigen Ausbau der Infrastruktur des Oasenplans bereitgestellt werden. Dies kann über Entwicklungsbanken organisiert werden, die mit den BRICS-Plus-Staaten verbunden sind, darunter die Islamische Entwicklungsbank in Saudi-Arabien, die neue Entwicklungsbank mit Sitz in China und andere nationale Entwicklungsbanken der südwestasiatischen Region.
Die Staatsfonds der großen regionalen BRICS-Plus-Staaten können diese Entwicklungsbanken zu diesem Zweck mit Kapital ausstatten. Die Länder des Golfkooperationsrates verfügen über Staatsfonds mit einem Kapital von rund 4 Billionen Dollar. Dieses wurde traditionell in Finanz-, Bank- oder Immobilienanlagen des bankrotten transatlantischen Systems angelegt. Jetzt suchen diese Länder stattdessen nach produktiveren Investitionen in Eurasien und Afrika. Bei diesen Investitionen können Vorzugskredite dieser Banken verwendet werden, zum Beispiel mit einer Laufzeit von 20 Jahren und einem Zinssatz von 2% sowie einer tilgungsfreien Zeit von 5 Jahren, falls erforderlich. Die Schuldendienstzahlungen für diese Entwicklungsdarlehen, zumindest wenn sie in der unmittelbaren Zukunft geleistet werden, müsste der Staat Israel leisten, da er derzeit das gesamte Gebiet Israels und Palästinas besetzt hält und besteuert. Die Vereinigten Staaten und vielleicht auch andere Nationen, wie auf einer internationalen Friedens- und Entwicklungskonferenz festgelegt, sollten der Garant für diese Schuldendienstleistungen sein. Der Aufbau und Wiederaufbau der Infrastrukturen des Oasenplans können unter der Autorität der militärischen Logistikeinheit der Friedensmissionen der Vereinten Nationen und des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Flüchtlinge in Palästina sowie anderer erforderlicher Behörden organisiert werden. Alle diese Maßnahmen sollten von den beteiligten Nationen im Rahmen einer internationalen Friedenskonferenz über Israel und Palästina, die dringend organisiert werden muss, formell vereinbart werden. Internationale Verpflichtungen zur Entwicklung sowohl durch diese speziellen Projekte als auch als Paradigma müssen eingegangen werden. Die Verwirklichung des Friedens in Südwestasien, nicht nur zwischen Israelis und Palästinensern, sondern zwischen allen Ländern der gesamten Region, wird eine neue Epoche in der Geschichte der Menschheit einläuten, da sich eine Region, die für ihre Konflikte bekannt ist, in eine Region der Konnektivität verwandelt, die an der Kreuzung von drei Kontinenten liegt. Der Oasenplan ist keine ferne Hoffnung auf das, was Jahre in der Zukunft nach dem Frieden erreicht werden kann. Nur durch ein Paradigma der internationalen Beziehungen, das diesen Ansatz unterstützt, ist Frieden überhaupt möglich. Ein Ende des Tötens, ein Waffenstillstand ist jetzt dringend notwendig. Aber ebenso dringend ist eine Vision für einen dauerhaften Frieden, der der Region endlich eine friedliche und wohlhabende Zukunft bescheren wird. Jede Minute, die der Krieg andauert, bringt mehr Tote, mehr Bitterkeit und mehr Schwierigkeiten, gemeinsamen Wohlstand zu erreichen. Er muss jetzt enden. Gerechtigkeit für die Toten, die Verletzten und die Leidtragenden verlangt, dass die schreckliche Gewalt des Gewissens und den Verstand der internationalen Gemeinschaft wachrüttelt. Nicht nur um nie wieder zu sagen, sondern um das geopolitische Paradigma, das den meisten Konflikten in der heutigen Welt zugrunde liegt, für immer zu beenden. Der Oasenplan kann heute nicht als rein regionaler Plan umgesetzt werden. Eine neue Sicherheits- und Entwicklungsarchitektur ist weltweit erforderlich. Die Stimmen des globalen Südens werden immer stärker und selbstbewusster. Moralische Autorität jetzt und in der Zukunft hängt davon ab, wie wir heute handeln. LaRouche schrieb 1978, Zitat, das einzig Menschliche ist, dem Leben und Leiden der Toten einen Sinn zu geben. Nicht nur durch die Schaffung von Frieden im Nahen Osten, sondern durch die Schaffung der Grundlage für einen Frieden, der dem Leben der gegenwärtigen und zukünftigen Generationen der Palästinenser und anderer Araber einen Sinn gibt und damit dem heiligen Land der Toten einen Sinn und eine Erfüllung. Zitat Ende. Das gilt auch für die Israelis. Was ist mit Ihnen? Werden Sie handeln, um dem Leben derer, die umgekommen sind, einen Sinn zu geben? Werden Sie eine Stimme für Frieden und Entwicklung sein? Ich möchte Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit danken. Wenn Sie mehr über den Oasenplan erfahren wollen und wissen wollen, wie Sie die Bemühungen des Schiller-Instituts um seine Verwirklichung unterstützen können, folgen Sie dem Link hier, der auch in der Videobeschreibung angegeben ist. Und wenn Sie unseren Kanal noch nicht abonniert und die Benachrichtigung aktiviert haben, sollten Sie das unbedingt tun, um über die Fortschritte dieser Vision auf dem Laufenden zu bleiben.